Und du bist heute wahrscheinlich erschrocken, hast du gedacht, ich muss nach Ingolstadt. Na, ich habe mich sehr gefreut, weil es ist mal was anderes. Ich bin ja so, sonst sehr, sehr oft im Landtag und sehe immer die gleichen Nasen. Und jetzt freue ich mich, euch zu sehen und mal woanders zu sein. Also alles gut. Das stimmt, aber manche hier sind jetzt vom Aiwanger nicht so weit weg optisch. Das war jetzt wirklich, das war gemein. Ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Ja. Okay. Hast nichts verpasst. Okay, okay. Das schreiben Sie jetzt nicht in die Zeitung, nein. Ja? Wieso werde ich jetzt fotografiert? Ja, ja. Ja, damit man da ist und die eine Nebeneinanderstellung machen kann. Würde ich sagen. Genau, mal ein ganz anderes Ambiente für dich. Und das ist, ja, im Endeffekt fängt der Wahlkampf jetzt so richtig an. Das heißt, es steht eine harte Zeit bevor. Aber auch eine gute. Also ich mag Wahlkampf. Ich finde, das ist die Zeit, wo wir als Politikerinnen und Politiker halt auch gemessen werden. Und es ist einfach toll, finde ich, unterwegs zu sein, bei Menschen, mit Menschen, zu diskutieren, zu argumentieren. Mir gefällt es sehr gut. Na gut, deswegen. Das musst du jetzt sagen, natürlich. Nee, das ist wirklich so. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die finden die Wahlkampfzeit die anstrengendste, aber ich mag sie gerne. Genau. Du warst schon immer ein politischer Mensch, du warst Schülersprecherin. Früh, also da bahnt sich's an, wahrscheinlich wie bei jedem Politiker. Und warst immer schon eine, die mit vorne dabei war, wenn es darum ging, was anzuklagen. Du führst auch jetzt ja groß ins Feld mit den ganzen Untersuchungsausschüssen. Ich glaube, wir sind bei einer Rekordzahl gerade angelangt. Welche Untersuchungsausschüsse gibt es gerade gegen die CSU? NSU, also der zweite zur Aufklärung, Maskendeals der CSU, das Museum und die Stammstrecke. Wir sind gerade bei 4. Was ist dein Lieblingsgebiet? Ich bin ja Innenpolitikerin bei Hart, deswegen finde ich es sehr gut, dass wir den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss gemacht haben, einfach auch für die Opferfamilien, dass wir hoffentlich noch ein bisschen was aufklären. Und ansonsten fand ich, war der Untersuchungsausschuss Maskendeals einfach total wichtig, weil sich in einer globalen Pandemie so schamlos zu bereichern, wie es manch CSU-Politiker gemacht hat, geht gar nicht. Vielleicht ist es ja bloß der pure Neid, weil ihr nie in diese Position gekommen seid. Ja, jetzt lachen sie alle noch. Wir haben fest vor, dieses wunderbare Land zu regieren. Nochmal, ja. Ja, aber euch ist schon klar, dass diese Konstellation so unwahrscheinlich ist, wie dass er Niederbayerisch lernt. Also, ja, doch, das würde gern von dir wissen, was deine Traumvorstellung und damit Motivation für diesen Wahlkampf ist, weil... Na gut, der Zahn, dass du Ministerpräsidentin werden könntest, ist dir ja gezogen worden, ganz früh. Ja. Aber in welcher Konstellation sollte das gelingen? Ja. Also, hier nicht so negative Stimmung, bitte. Wir haben noch 6 Monate bis zur Wahl. Und was finde ich wirklich das Bezeichnendste ist, vor der letzten Wahl, vor 2018, waren wir Grüne immer zwischen 5 und 10%. Und niemand, also ich glaube sehr wenige, hatten sich jemals vorstellen können, und ich glaube am wenigsten Markus Söder, dass wir die zweitstärkste Kraft in Bayern werden. Und wir sind's. 17,6%, damit sind wir die Oppositionsführerin. Wir haben jetzt noch 6 Monate und wir setzen alles dran, so stark zu werden, dass niemand an uns vorbeiregieren kann. Und ich bin mir sicher, wir machen das in ganz vielen anderen Bundesländern auch, und irgendwann werden wir auch in Bayern eine Grüne in der Regierung haben. Irgendwann. Ja?